Hallo Kinder, hier ist Tante Tanni und ich habe eine tolle Geschichte für euch. Sie heißt Gott geweiht. Den Merkvers finden wir in den Psalmen, Kapitel 127, Vers 3. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Die Geschichte will uns sagen, Gott möchte allen Menschen ein Geschenk machen. Hast du jemals eine Kindersegnung in der Gemeinde miterlebt? Wurdest du selbst als Baby Gott geweiht? Bei Jesus war es so. Hallo, junge Freunde! Ich heiße Maria und das ist mein kleiner Sohn. Er heißt Jesus. Josef und ich nannten ihn so, weil uns ein Engel das so befohlen hat. Er ist ein besonderes Baby. Er ist Gottes Sohn. Aber er ist auch mein kleiner Sohn und ich habe ihn ganz fest lieb. Ich finde ihn sehr schön. Er ist mein kleiner Schatz. Ich möchte euch davon erzählen, was vor kurzem passiert ist. Wir brachten unser Baby zum Tempel in Jerusalem, damit er dort Gott geweiht würde. In unserem Land ist es Sitte, den erstgeborenen Sohn einer Familie in den Tempel zu einem besonderen Gottesdienst mitzunehmen. Wir nahmen zwei Tauben als Opfer mit. Ihr würdet heute Geld als Opfer bringen. Während der Priester unser Opfer entgegennahm, sah ein älterer Mann namens Simeon unser Baby. Er kam auf uns zu und bat darum, Jesus in seine Arme nehmen zu dürfen. Ich freute mich darüber und ließ ihn das Baby gerne halten. Simeon hielt unseren kleinen Jesus in seinen Armen und schaute ihm ins Gesicht. Dann begann er, Gott dafür zu danken, dass er dieses besondere Baby sehen durfte, den Heiland der Welt. Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Simeon segnete auch Josef und mich. Wir waren sehr überrascht. Wir wussten, dass Jesus etwas Besonderes war, aber wir hatten noch nicht alles verstanden. Gerade in diesem Augenblick kam eine ältere Frau namens Hannah auf uns zu. Auch sie bat darum, unser Baby sehen zu dürfen. Das durfte sie natürlich. Ein Lächeln breitete sich über ihr ganzes Gesicht aus. Dann begann auch sie, Gott zu danken, dass sie unseren Jesus sehen durfte. Sie begann, den Menschen, die uns beobachteten, zu erzählen, welch ein besonderes Baby Jesus war. Sie sagte, dass unser Baby der verheißene Erlöser war. So viele Dinge passierten an jenem Tag und es gab so viel, worüber ich nachdenken musste, dass ich ein wenig verwirrt und dennoch froh war. Später musste ich immer wieder an die Dinge denken, die Simeon und Hannah über unser besonderes Baby gesagt hatten. Das war ein erlebnisreicher Tag gewesen. Sowohl Simeon als auch Hannah hatten etwas Besonderes in unserem Baby gesehen. Beide hatten gesagt, dass er alle Menschen retten würde, dass er der verheißene Heiland der Welt war. Josef und ich lieben Jesus einfach, weil er unser Baby ist. Wir wissen, dass er ein Geschenk Gottes an uns und die ganze Welt ist. Eure Eltern lieben euch auch, weil ihr ein Geschenk Gottes an sie seid. Kinder sind für Gott sehr wertvoll.